Es geht um Politik zwischen analog und digital. Ich habe hier Jörg Medder. Einen herzlichen Applaus, bitteschön. Eigentlich war der Vortrag angekündigt mit Alin Trede und Jörg Medder. Leider ist nur er hier. Alin ist verhindert und entschuldigt sich. Und ja, er ist gewählter Nationalrat und wird uns jetzt diesen Vortrag halten. Dankeschön. Okay. Herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich habe vorher gerade die IT ein bisschen ins Rudern gebracht. Ich habe keine Folien dabei. Und Sie sind sich so gewohnt, dass jeder die Elektronik mitbringt. Und dann war die Frage, ja, was präsentieren wir jetzt da? Ich hoffe, ihr seid mit dem Bild soweit einverstanden. Jetzt, es ist gesagt worden, ich bin seit kurzem Nationalrat, hatte im Dezember meine erste Session. Ich bin aber nicht nur Nationalrat, ich bin auch noch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Opfikon. Jetzt ist es so, dass vor ein paar Jahren bei uns im Feuerwehrdepot eine Liste mit 20 Berufen gehangen ist, sortiert nach dem, wie stark die Bevölkerung in diese Berufsgruppe Vertrauen hat. Zuoberst waren die Feuerwehrleute, zuunterst die Politiker. Das heißt, falls ihr mich mal in einer Feuerwehruniform seht, könnt ihr mir 100% vertrauen. Falls ihr mich so seht, seid bitte skeptisch. Spaß beiseite, warum bin ich hier und warum dieses Thema? Ich bin Mitglied der digitalen Gesellschaft und als ich dort das erste Mal bei einem Anlass war, habe ich mich vorgestellt, was ich alles so mache. Werdet ihr auch noch ein bisschen davon hören. Aber auch, warum ich in der digitalen Gesellschaft Mitglied geworden bin. Weil was ich nämlich festgestellt habe als Politiker ist, das Wissen über die digitale Welt ist in der Politik noch nirgends. Schlicht und einfach. Es fehlt an Erfahrung, es fehlt an Wissen, es fehlt an der Art zu denken, wie sie nötig wäre, um die digitale Welt zu verstehen. Und ich habe ganz klar gesagt der digitalen Gesellschaft, ich will hier Übersetzer spielen. Ich habe einiges an digitalem Wissen. Ich habe mir das Programmieren selber beigebracht. Ich habe schon diverse Webseiten aufgesetzt, etwa in 8 verschiedenen Programmiersprachen Appgas gemacht. Ich gehe mal ein bisschen mit Datenbanken aus, Computer zusammengesetzt. Allgemein, also wenn ihr mir ein Gerät gebt, schaue ich zuerst nach, wo sind die Schrauben, die ich lösen kann. Das ist so meine Art von Denken. Wenn ich etwas sehe, will ich es auseinandernehmen, ich will es verstehen, ich will es wieder zusammensetzen können mit einer guten Quote und wenn es sogar ganz gut geht, möchte ich es verbessern können. Das ist so meine Herangehensweise und als Jugendlicher mit dem Computer, die aufgekommen sind, war das natürlich ein beliebtes Ziel. Was kann man mit diesen Teils alles anfangen? Und so habe ich halt angefangen, den Computer, den meine Mutter brauchte, halt kennenzulernen. Wir mussten mal auch zum Servicetechniker, bis ich dann zugestehen musste, dass ich dummerweise ein Passwort gesetzt habe im Computer meiner Mutter und sie das natürlich nicht wusste. Aber das waren so frühe Erfahrungen mit der digitalen Welt, die halt nicht immer ganz geklappt haben. Über meine Familie bin ich aber auch politisiert worden. Mein Großvater, von meinem Vater, auch meine Mutter sind politisch engagierte Leute, auch heute noch teilweise. Und auch dort, für mich war es immer spannend zu verstehen, wie funktioniert ein Staat? Wieso funktioniert der? Wie finden wir die Lösungen, die wir haben? Und auch dort, genau gleich wie vorher, ich möchte ihn durchaus auch verbessern. Es geht mir in der Politik nicht nur darum, das Halten der Schweiz, sondern es soll auch vorwärts gehen. Und das ist allgemein ein Denken, das ich habe, dieses Verstehen, aber ich liebe es auch, verschiedene Bereiche zusammenzusetzen. Das ist auch der Grund, warum ich Umwelt-Naturwissenschaften studiert habe. Mich interessiert, wie diese Welt, die physikalische Welt, die Natur da draußen funktioniert. Und zwar nicht nur Physik allein oder Chemie allein, sondern ich finde es dort spannend oder Biologie allein, wo es zusammenkommt. Und speziell dieses Studium hat alles gehabt, Chemie, Biologie, Physik, aber auch ein bisschen Rechtswissenschaften, Kommunikation, weil schlussendlich muss das Wissen von den Spezialisten am anderen Ort auch ankommen. Und das ist ein Grunddenken, das ich habe. Das ist auch ein Grund, warum ich
ein bisschen Geld verdient habe, mit Mathematik-Nachhilfe zu geben, später auch Vikariate zu machen, also Lehrer zu ersetzen, die irgendwo im Ferien, Unfall, Militär sind, und dort Mathematik zu geben. Ich habe Freude daran, Dinge zu erklären. Und darum bin ich auch in die digitale Gesellschaft gegangen. Ich habe eben gesagt, wie ich es vorher gesagt habe, ich will übersetzen, weil es gibt einen riesen Gap zwischen den Leuten, die im Digitalen rauskommen, und Leuten, die in der Politik rauskommen. Und wohlgemerkt, auch umgekehrt. Also hier werden digital affine Leute sein. Und an gewissen Orten werdet ihr auf die Politik angewiesen sein. Und die Chance, dass ihr nicht wisst, wie Politik funktioniert, besteht. Und ich helfe in diesem Moment sehr gerne, auch in die andere Richtung zu übersetzen. Also wenn ihr Fragen darüber habt, wie Politik funktioniert, wo ist der richtige Ort, um etwas mit einem Anliegen zu kommen, könnt ihr mich gerne fragen. Ich bin hier nicht der Einzige, es hat hier hinten nochmals zwei Politiker, sehe ich da, alte Kantonsratskollegen. Ihr könnt auch die fragen, damit nicht immer der Mäder drankommt. Absolut kein Problem. Jetzt, warum hat die Politik so extrem Mühe mit der digitalen Welt? Das hat schlicht und einfach den Grund, Politik ist träge. Und es ist noch fast träger, in die Politik hineinzukommen. Ich meine, die digitale Welt, die ist extrem spannend. Und wer da wirklich draus kommt, der hat im Moment ein gigantisch cooles Feld, sich zu verwirklichen. Das heißt, seine Agenda wird nicht aus einer 40-Stunden-Woche bestehen, sondern eher aus einer 50- oder 60-Stunden-Woche. Da hast du keine Zeit für Politik. Also die, die wirklich rauskommen, und das ist in vielen Gebieten so, die haben gar keine Zeit für Politik. Und bis die Leute, die sich dann auch noch für Politik interessieren, in einem so Gebiet, aus diesem Gebiet kommen, dauert das eine Zeit. Also in der Politik werde ich vor allem Leute finden aus etablierten Orten. Weil diese Orte auch sich unterdessen bewusst sind, sagen wir jetzt Gewerkschaften, Verbände, aus der Juristerei, alles Gebiete, die es schon ewig gibt, aber die auch wissen, wie wichtig es ist, eine Verbindung in die Politik zu haben. Die IT ist in vielen Bereichen schlicht und einfach noch zu jung, weiß vielleicht selber noch nicht genau, was wird unser endgültiges Ziel sein. Und dann fehlt natürlich auch entsprechend die Zeit, der Wunsch und auch die innere Sicherheit zu sagen, ja, und jetzt bringen wir das in die Politik. Ich bin ja von dem her einer von den Frühen. Also wir haben unterdessen ein paar mehr im Nationalrat. Wir haben unterdessen zwei Linux-User im Nationalrat. Yeah, das hat die IT-Leute in der Bundesverwaltung kurz ins Rudern gebracht. Jetzt kommen die auch noch, weil die wollten noch vor 4 Jahren irgendwie alle aufs gleiche Betriebssystem rüberbringen, sind dann an den Mac-Liebhabern gescheitert, mussten das aufweiten und dann kamen jetzt zwei Linux-User. Aber es hatte jetzt sehr enthusiastische Leute dabei und das war wirklich cool, zusammen mit denen herauszufinden, wie ich jetzt die Zertifikate, die das Bundeshaus hat, auf meinen Rechner brachte und auch noch das E-Mail etc. ging. Aber wir sind noch nicht ganz am Ziel, es gibt jetzt noch einiges zu tun. Und eine erste Anekdote: Wenn du als Nationalrat einen Vorstoß einreichen willst, musst du ein Formular ausfüllen, ein PDF-Formular, also nicht auf einer Website, sondern du lädst ein PDF runter, füllst das aus und du darfst in 2 Textfeldern zusammen maximal 2400 Zeichen ausfüllen. Also nicht das typische Anwendungsgebiet von einem PDF-Dokument. Und dann hat es unten einen automatischen Sendeknopf, der das mit dem E-Mail verknüpft und dorthin geht. Alles prioritär gelöst von Acrobat, funktioniert natürlich auf Linux nicht. Aber auch viele Windows-User, wenn sie dieses Dokument versuchen zu drucken, für welchen Zweck auch immer, kommt den Drucker die Message heraus, diese Seite kann nicht angezeigt werden, wir verstehen diese Art von PDF nicht. Das ist noch so ein Problem, das wir dort haben, und es ist absolut nicht das Einzige. Und da merkt man jetzt auch, woher die Leute kommen, warum ein großes Problem ist und es in der Politik noch nicht gut funktioniert. Die meisten Leute in der Verwaltung, in der Politik, finden das cool, dass man es neu digital machen kann. Aber sie wollen exakt das Gleiche wie früher einfach digital machen. Also sie wollen nicht mehr A4-Blätter lochen und in einen Bundesordner ablegen. Sie wollen PDFs einen Namen geben und in einen Dateiordner ablegen.
Und dann sind sie stolz darauf, dass sie digitalisiert haben. Und da muss ich ehrlich irgendwie sagen, so, das ist nicht mal der Anfang der Digitalisierung. Und dieses Problem sieht man an vielen Orten. Als ich noch Kantonsrat war bis vor kurzem, hat auch der Kanton Zürich gesagt, seine Digitalisierungsprojekte, und da stand Baueingabe elektronisch ab nächstem Jahr. Und ich so, wow, das ist aber jetzt wirklich fortschrittlich und vor allem ein so enger Zeitplan. Bis sie herausgefunden haben, dass sie unter elektronisch einreichen, meinen, dass man die schönen großen Pläne als PDF ablegt und so einreicht. Und da habe ich gesagt, oh, ja. Ich meine, das Beispiel, das ich jetzt immer wieder bei meinen Politkollegen bringe und unterdessen kommt das recht gut an, ist, stellt euch vor, Google Maps wäre einzig und allein eine Karte auf einen solch großen Bildschirm. Das wäre alles, was Google Maps könnte. Kein Wanderer, kein vernünftiger Mensch würde eine so kleine Karte gebrauchen, vor allem wenn er eine Brille braucht. Das ist nicht Digitalisierung. Das Spezielle an Google Maps ist, du hast noch GPS dabei, das heißt, es weiß, wo auf der Karte ist. Du kannst das Wetter abfragen, das nächste Hotel suchen, die Bewertungen der Benutzer dieses Hotels checken, ob es in deinem Level ist. Du kannst es buchen und nachdem noch schauen, welches ÖV-Mittel dich dorthin bringt. Und eben nicht ein A4 durch ein PDF ersetzen. Aber diese Denke fehlt tatsächlich noch in der Verwaltung und auch bei den meisten Politikern. Und da muss man riesige Übersetzungsarbeiten vollbringen. Da fehlt einiges noch. Was auch noch ganz spektakulär ist, es fehlen auch an Schnittstellen. Also wenn man teilweise sieht, dass... Ich bin noch bei uns in Opfikon Stadtrat für Einbürgerung zuständig. Das Einbürgerungsgesuch kommt an den Kanton, wird dort elektronisch erfasst, dann Unterlagen ausgedruckt, an die Gemeinden geschickt. Dort kommt es ins elektronische Geschäftsdossiersystem, wird dort wieder bearbeitet und geht dann wieder retour, auch Betreibungen. Es ist, alle schaffen mehrheitlich am Computer, aber der Datentransfer erfolgt im schlimmsten Fall auf Papier, im zweitschlimmsten Fall durch Leute, die es abtippen. Es fehlt, es kommt langsam, aber es fehlt immer noch an Standards, wie der Datenaustausch geschehen sollte. Und ich sage jetzt mal, da haben wir den Nachteil, dass wir ein sehr föderalistischer Staat sind. Und wenn irgendjemand probiert, dann macht es jeder Kanton für sich alleine. Und dann haben wir nachher 26 Lösungen. Ich war vor einer Woche an einem Vortrag von einem Dänen, der das Gesundheitssystem Dänemarks vorgestellt hat und ihres elektronisches Patientendossier. Dänemark ist relativ zentral organisiert und es war einfach traumhaft, was die umgesetzt haben, vor allem mit welchen guten, intelligenten Ansätzen, die auch Leute aus der digitalen Welt sagen, ja, auf dem kann man aufbauen. Also Standards festgesetzt haben, wie die Daten gespeichert werden, wer Zugriff haben darf, welches Format, wie sie bearbeitet werden, dass man sieht, wer sie angeschaut hat, dass das wirklich schön auch abgekapselt ist mit den entsprechenden Wünschen der Benutzer. Und dieses System setzt sich durch. Unser elektronisches Patientendossier ist im Moment eine PDF-Wüste. Auch hier wieder, es werden die Unterlagen der Ärzte eingescannt, abgelegt und das ist es. Meine kleine Hoffnung ist, unterdessen hat die Verwaltung auch begriffen, dass es eine PDF-Wüste ist und dass das nicht unser Ziel ist, dass nicht, dass das ein Zustand sein kann. Also ich hoffe, dass dann wenigstens, wenn mal die Zugänge ein bisschen geregelt sind, man die Daten auch wirklich eine Stufe tiefer benutzen könnte. Mein Traum wäre tatsächlich auch, um zurückzukommen auf die Baubewilligung. Ich meine, hier drauf laufen 3D-Spiele, da kannst du durch ganze Städte hindurchlaufen. Wieso sollte das nicht auch bei einer Baubewilligung möglich sein? Dass wenn du irgendwo etwas einreichst, der andere anschauen kann, hey, wie sieht dieses Gebäude in 3 Dimensionen aus? Draußen rumgehen kann, wie sieht es in Google Maps 3D-Ansicht aus, dass man sieht, aha, das passt so in die Umgebung. Und ich glaube auch, wenn die Pläne sauber gemacht sind und Architekten können saubere Pläne machen, könnte man auch berechnen, stimmen die Fensterfläche zur Wohnfläche, sind die Fluchtwege grundsätzlich da, stimmt die Statik, also man könnte dort sehr vieles auch automatisieren, vereinfachen und so auch die Qualität steigern oder auch ja, die Geschwindigkeit, dass man schneller
vom Amt eine Antwort hat. Aber das passiert nicht, wenn die Leute einfach das Gefühl haben, sie wollen einen gefalteten Plan als PDF ablegen. Da wird es in dem Bereich scheitern. Jetzt noch ein anderer Bereich, warum wir mit dem Staat nicht allzu böse sein dürfen, wenn er in die Digitalisierung so schlecht unterwegs ist. Das Problem ist, eine der Hauptanforderungen, die allermeisten Leute an den Staat haben, ist, er soll zuverlässig sein und man soll auch wissen können, was einem als Antwort erwartet. Also er muss die gleichen Sachen immer wieder gleich behandeln, er darf nicht Ungleiches plötzlich machen, wo das nicht nötig ist. Zuverlässigkeit, eine Art Berechenbarkeit. Und das heißt, der Staat ist sehr daran interessiert, Prozesse nicht zu ändern. Weil ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr irgendwo eine Regel ändern wollt, in den Gesetzen, in den Verordnungen, ihr habt mindestens 3 Verbände, die dagegen protestieren und noch 2 weitere, die mit dem Referendum drohen. Also ich war gerade vorher an einer anderen Seite Vortrag, wo wir das Referendum gegen die EID ergreifen. Und das ist einfach die Realität beim Staat. Ich meine, eine Firma in einem Bereich, die etwas ändert, im schlimmsten Fall verliert sie Kunden und die gehen zur Konkurrenz. Aber ein Staat verliert seine Kunden nicht, die stehen bei ihm vor die Tür und sagen, nein, so geht es nicht, wir wollen, dass es bleibt, wie es ist. Das ist eine Grundhaltung gegenüber dem Staat. Man hat das Recht zu sagen, nein, es darf sich nichts ändern. Und dieses Denken ist natürlich dann auch in der Verwaltung drin. Sie wollen zuverlässig arbeiten und es soll wirklich konsistente Antworten geben. Und entsprechend haben Sie eine gewisse Grundangst davor, Ihre Prozesse zu ändern und die Art, wie Sie mit den Bürgern und den Firmen kommunizieren. Und das andere Problem ist noch, ihr habt es sicher gehört, diverse IT-Projekte sind beim Staat kolossal gescheitert. Und da haben wir auch ein anderes Problem, nämlich die Art und Weise, wie der Staat große Projekte oder Projekte angehen muss. Wenn der Staat ein Gebäude baut, sagen wir ein Schulhaus oder einen Staudamm oder was auch immer, eine große Sache, dann muss er eine sogenannte Submission machen. Er muss all seine Wünsche detailliert aufschreiben, alles in einer riesen Dokumentation, so dick, das rausgeben, dann dürfen sich alle bewerben, die das umsetzen wollen und dann muss der Staat das Beste, meistens das Günstigste, nehmen und hoffen, dass auch das rauskommt, was er sich gewünscht hat. Bei einem Schulhaus geht das, das funktioniert. Aber ich glaube, jeder hier drin, der schon mal ein IT-Projekt ein bisschen entwickelt hat, was man wirklich will, das ist etwa 2 Drittel der Arbeit. Das Umsetzen ist noch das letzte Drittel. Und so funktioniert eine Submission nicht. Der Staat denkt immer in großen Projekten und IT entwickelt sich dynamisch in kleinen Modulen. Und im Moment darf der Staat gar nicht so entwickeln. Er hat da wirklich Probleme mit dem Submissionsrecht. Und das ist einer Grund, warum der Staat scheitert. Und ich hoffe, ich finde da irgendeinen guten Ansatz, wie man das digitale Denken, das Denken in Modulen in die staatliche Verwaltung hineinbringen kann. Weil für mich ist ganz klar, ein Projekt in der IT, Digitalstaat, als erstes musst du die Daten festlegen, Format, wie was gespeichert wird, dann die Zugriffsrechte und dann die Interfaces, die Schnittstellen, wie die berechnet werden, Eingaben, Ausgaben, was kommt. Und das kann man alles in kleinen Modulen zerteilen und auch entsprechend an Firmen verteilen. Aber es ist eben nicht eine große Submission, wo es nachher wie in der Bauwirtschaft einen Totalunternehmer gibt, der das alles en bloc löst, in der Hoffnung, er hat eine Dokumentation richtig verstanden und das ist bei IT-Projekten schlicht und einfach unmöglich. Also ich habe auch schon Sachen entwickelt, also bis Sie gewusst haben, was Sie mir sagen wollten, habe ich 2 Drittel der Software schon mal ungefähr entwickelt gehabt, bevor die überhaupt das Okay gegeben haben, weil wenn ich nachher alles hätte machen müssen, hätte ich schlicht und einfach keine Zeit gehabt. Aber das ist halt die unterschiedliche Denkweise in IT und Staat und da muss der Staat noch einiges lernen. Jetzt, wie können wir diesen Graben ein bisschen schließen? Ganz einfach, Weltpolitik, die etwas verneint. Nein, das sind keine so billigen Sprüche. Ganz offen gestanden, es ist nicht nur eine Frage im Staat, in kleinem Maße ist es an vielen Orten so.
Oh, da ist er. Lass doch das bleiben. Ich mache keine Werbung für Mac. Jetzt Passwort eingeben. Ah, nein, doch nicht. Okay. Es wird immer Leute geben, die sich in der analogen Welt mehr zu Hause fühlen als in der digitalen. Und es wird immer Leute brauchen und es wird immer sehr gut sein, wenn es Leute gibt, die zwischen diesen beiden Welten übersetzen können. Bitte erschlag diese Leute, die sich in der digitalen Welt nicht zu Hause fühlen, nicht mit einem Sermon von 20 Argumenten und Möglichkeiten und Chancen und Risiken, sondern überlegt euch wirklich, was interessiert diese Person jetzt im Moment gerade und reduziert dann eure Message in diesem Moment auf ein, zwei Fakten und bringt die rüber. Egal wo, im Tram, auf Facebook, Social Media oder am Fernsehen oder in der Stammtischdiskussion. Weil wenn ihr zu viel aufs Mal bringt, dann werden sie einfach blocken und irgendwie hoffen, ja, wird schon funktionieren, ich muss mich ja nicht drum kümmern. Aber dann wird es weiterhin einen Graben geben zwischen der analogen und der digitalen Welt. Und wenn wir diesen Graben zuschütten wollen, müssen wir das mit kleinen Portionen an Sand machen und nicht das Gefühl haben, wir können einen großen Block Stein hinunterwerfen und das funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass ihr mich dabei unterstützt. Das muss nicht unbedingt in der Politik sein, das kann auch im Unternehmen sein, wo ihr arbeitet oder dass ihr als wo ihr Kunden seid oder engagiert worden seid, um ein IT-Projekt umzusetzen, aber auch nur schon im Umgang oder im Gespräch mit anderen Leuten. Also ich werde oft gefragt, hey Jörg, du kannst doch alles, kannst du mir den Druck einrichten, dieses und jenes macht. Ich nehme an, viele hier drin kennen das. Und denen alles vom Computer in dem Moment zu erklären, das wird nicht funktionieren. Aber lass doch überall mal ein, zwei Körnchen Wissen fallen und das eine oder andere wird dann auch wachsen und ausschlagen und dann könnt ihr plötzlich über Digitalisierung reden. Ich habe gerade noch die Message bekommen, ich sollte langsam zum Ende kommen, damit es noch Platz für Fragen hat und das mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jörg, für deinen sehr spannenden Vortrag über die Interaktion zwischen Architektur und Bauwirtschaft und IT. Spreche ich dann gerne mal mit dir persönlich bei einem Bier. Ja, ist gut. Jetzt haben wir Zeit für Fragen aus dem Publikum. Wer hat konkrete Fragen? Seid ihr alle schon am Einschlafen? Wenn nicht, Fragen los. Okay, es ist auch schwierig, vorher immer so technische Detailthemen und jetzt kommt einer und schwurbelt auf der Höhe oben, was will man um die Tageszeit noch für Fragen stellen? Dann sage ich nur, ein A0-Plan ausgedruckt hat eine andere Qualität als ein PDF. Definitiv. Ja, insofern noch einmal vielen Dank. Noch einmal einen Applaus, bitteschön. Danke euch.